Asch hat eine farbenfrohe Fasnachtszeit mit begeistertem Publikum hinter sich. Der Obmann Matthias Kuhni und Crazy Workshop Family haben eine wunderbare Derniere erlebt. Es könnte weitergehen im gleichen Tramp. Sie zeigen Grösse, Gott sei Dank. Es war eine wahnsinnig gute Zeit. Ich durfte sehr viel lernen. Es hat mega Spass gemacht. Es war immer ein super Team. Viele sind auch noch seit Anfang an dabei. Und ich würde es nicht missen, ich würde es weitermachen. Es ist jetzt einfach der Moment gekommen, zu sagen, hey, es darf etwas Neues kommen, etwas mit super Ideen, um hier weitermachen und diesen Punkt anschließen. Aber es hat mega Spass gemacht. Ich kann es nur weiterempfehlen, mal so eine Position zu übernehmen. Und ich wünsche auch im Komitee, denen, die bleiben und denen, die neu kommen, das Beste und machen weiter so. Wir sind Crazy Workshop Family und auf diese Idee sind wir gekommen in einem Skilager für behinderte Menschen, weil wir selber an einer Schnitzelbank gemacht haben, dass wir eigentlich Fasnacht machen könnten, auch mit Menschen mit Einschränkungen. Und da wir zuerst, zu dieser Zeit war es noch die Werkstube, das haben und Kontakt haben zu ihnen, die Leiterin selber auch dabei war, haben wir uns entschlossen, Fasnacht zu machen und fünf
von diesen Menschen waren gerade sofort dabei mit einer Begeisterung. Angefangen haben wir ganz einfach mit Plastikhosen und so weiter. Und sind zuerst Schenkel verteilen im Altersheim. Und dann haben wir nachher gedacht, nein, wir machen mehr. Wir fangen auch an mit Schnitzelbank singen. Und so singen wir jetzt 15 Jahre, gehen auf das und sind eigentlich glücklich und zufrieden und auch sehr schön miteinander. Das Fazit ist jetzt, wir haben auch lachend und einen grünen Saug und sind eigentlich ja. Aber es ist wirklich, es war schön gewesen. Wir sind alle älter geworden. Es ist ein Haufen Arbeit dahinter. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt nach 15 Jahren zu aufhören. Der Bubi Spindler im Gemeinderat, Chef von den Finanzen, liegt der ganze Sommer im Garten auf dem Ranzen. Trotz Hitz hat er an der Landsgemeinde übers Geld können erzählen. Man hat ihm noch